Also mein Hauptjob ist meine Arbeit als Geschäftsführerin bei Ragazza e.V. Aber ich bin auch mit einem Teil meiner Person Vorstand des Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeitende, BUFAS e.V. Und der BUFAS e.V. ist eine ehrenamtliche Organisation, in der sehr viele unterschiedliche Organisationen, insgesamt 28 Organisationen aus ganz Deutschland vertreten sind. In diesem Bündnis organisieren sich die Beratungsstellen, die eben in ganz Deutschland mit dem Thema Sexarbeit zu tun haben. Wir nennen das Sexarbeit, selten auch nochmal Prostitution, aber eigentlich nur, um es zu erklären, was Sexarbeit ist. Wir nennen es deshalb Sexarbeit, weil wir der Überzeugung sind, es handelt sich um Arbeit und als solches sollte das auch im Wort sichtbar sein. Und als Organisation versuchen wir uns zusammenzuschließen, um gemeinsame Positionen zu entwickeln, um uns gegenseitig fortzubilden und gegebenenfalls auch gemeinsame Handlungsstrategien zu entwickeln. Dazu treffen wir uns in der Regel zweimal im Jahr. In der Vergangenheit haben wir auch Sexarbeitskongresse ausgerichtet. Der letzte war 2016 in Hamburg. Das war kurz vor der Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes, wie das schön heißt. Und im Jahr 2020 werden wir gemeinsam mit der Deutschen AIDS-Hilfe noch eine Fachtagung durchführen. Der BUFAS ist, wie gesagt, ehrenamtlich. Wir bekommen keine finanziellen Mittel von dem Staat oder von anderen Organisationen, also auch keine Spenden oder wenig Spenden, um das mal so zu sagen. Das heißt, das, was wir dort an Arbeit leisten und wo wir uns vernetzen, das ist sozusagen alles auf einer Form von entweder Weiterbildung, Fortbildung oder aber ehrenamtlich. Also ich zum Beispiel, ich bin ehrenamtlicher Vorstand beim BUFAS. Und das Bündnis ist deshalb so wichtig, weil wir versuchen wollen, auch uns gemeinsam fortzubilden, gemeinsam auch eine Qualität von Beratung herzustellen, aber auch gemeinsam eine politische Linie zu entwickeln, um entweder sich gegen das zu positionieren, was wir entgegengesetzt kriegen, wie zum Beispiel ein Prostituiertenschutzgesetz, oder aber, was im Moment ja auch eine große Debatte, zumindest scheinbar beginnt, ist diese Forderung, Sexkauf zu verbieten und auch da uns gemeinsam aufzustellen und eine gemeinsame Position zu entwickeln. Diese Gesetze, die sind ausgerichtet dafür, sie nennen sich zwar Schutzgesetze, aber sie sind ausgerichtet dafür, auch eine bestimmte Kontrolle über die Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, zu erlangen. Die hatte man in der Vergangenheit nicht so, wie man sich das erhofft hat. Und ich glaube, dass diese Gesetze eben entsprechend entwickelt wurden, genau aus diesem Grunde. 2001 hatten wir ein Gesetz, von dem wir eigentlich davon ausgegangen sind, wenn sich das weiterentwickelt, dann könnte irgendwann das Idealziel erreicht werden. Sexarbeit ist Arbeit. Die Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, bekommen Arbeitsrechte, bekommen Möglichkeiten, dort auch legal zu arbeiten. Und das wäre ein ganz großes Etappenziel von unserem Bündnis gewesen. Aber wir merken durch diese Schutzgesetze, die seit 2017 über die Menschen gekommen sind, geht es eigentlich wieder eher in eine Richtung Kriminalisierung, Registrierung und Überwachung und ist unseres Erachtens nach eher 3 Schritte zurück als 3 Schritte nach vorne. Und das ist natürlich auch ein Gesetz, das betrifft besondere Gruppen in der Sexarbeit auch besonders. Und dazu gehören vor allen Dingen all die Menschen, die nach Deutschland migriert sind, die entweder sogar einen legalen Status haben in Deutschland oder aber einen nicht ganz legalen Status, die häufig gar keine andere Chance haben, als in der Sexarbeit Geld zu verdienen, die werden mit diesem Schutzgesetz besonders ausgeklammert. Genauso
wie es eigentlich die besonders schutzwürdigen Menschen wie zum Beispiel Drogenkonsumentinnen auf gar keinen Fall schützt, sondern weiter kriminalisiert. Dass dieses Schutzgesetz die Personen, die in der Sexarbeit tätig sind, nicht schützt, sondern sie eigentlich viel mehr in die Schutzlosigkeit, in eine Szene ausliefert, wo sie Schutz suchen müssen, um, also nicht vor der staatlichen Ordnungsmacht, vor Datenlecks. Also ich meine, das ist ja auch eine der großen Gefahren. Was passiert mit Daten, wenn ich mich als Sexarbeiterin anmelde? Was passiert mit meinen Daten? Also es gibt ja sehr viele Gefahren, die in diesem Gesetz verankert sind für die, die bisher in der Sexarbeit tätig sind, weil gleichzeitig eben leider keine Rechte geschaffen wurden für Sexarbeitende, sodass es einfach ein großes Problem ist, über dieses Gesetz, ohne es beurteilen oder verurteilen zu wollen, zu sprechen. Naja, vielleicht erstmal, was heißt nordisches Modell? Es ist ja zum Glück nicht so, dass in jedem nordischen Land das gleiche Verbot und die gleiche rigide Haltung, wie sie in Schweden zum Beispiel vorherrscht. Was ich davon halte, wenn ich ganz ehrlich bin, nichts, absolut nichts. Was soll ein Sexkaufverbot bringen, beziehungsweise was soll ein Sexkaufverbot bewirken? Für mich ist das etwas sehr, sehr Konservatives, ein Modell, was ich glaube auch in dem Land Schweden nicht funktionieren kann, beziehungsweise ich glaube es nicht, ich weiß, es funktioniert in Schweden nicht, es funktioniert aber auch in keinem anderen Land. Das heißt, es führt eigentlich nur dazu, Menschen, die in dem Bereich tätig sind, weiter zu kriminalisieren, weiter zu stigmatisieren, weiter in Situationen zu bringen, wo sie sich außerhalb von einem legalen Rahmen bewegen können und wo sie schutzlos werden, wo sie ausgeliefert werden. In dem Moment, wo ich Gesetze schaffe, die sagen, das darfst du nicht oder du musst dieses und jenes tun, verkenne ich die Situation von vielen Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind. Wer ist in der Sexarbeit tätig? In Deutschland ist es ungefähr 80% Migrantinnen, die auch freiwillig oder unfreiwillig in dieses Land gekommen sind, die in der Regel keine Möglichkeiten haben, anders an Geld zu kommen und die in der Sexarbeit tätig sind. In dem Moment, wo ich etwas kriminalisiere, was ihre einzige Überlebenschance ist, liefere ich sie einem System aus, in dem wir gar nicht genau wissen wollen, was dort eigentlich alles funktioniert beziehungsweise nicht funktioniert beziehungsweise auf welche kriminellen Strukturen sie treffen beziehungsweise wie schutzlos sie werden. Und natürlich kann ich also ein Sexkaufverbot niemals als etwas ansehen, was nur, wie das ja immer so schön heißt, die Männer betrifft, die Kunden betrifft oder die Kundinnen betrifft, sondern ich weiß natürlich sehr genau, dass es Auswirkungen hat auf die, die die sexuelle Dienstleistung anbieten. Entschuldigung. Hier in Hamburg, St. Georg, gibt es etwas, was ein kleines Sexkaufverbot ist. Das nennt sich die Kontaktverbotsverordnung. Seit 2012 gibt es hier eine Verordnung, die die Männer bestraft, wenn sie eine Frau auf der Straße ansprechen und sagen, willst du mit mir aufs Zimmer gehen, was kostet die Dienstleistung und so weiter. Und auch damals hat man uns hier erzählt, dass das keine Auswirkung auf die Frauen hätte, sondern endlich die Nachfrage nach Sexualität nach käuflicher Sexualität bestrafen würde. Und das Ergebnis ist natürlich ganz offensichtlich. Hier gibt es einen Anstieg an Gewalt, hier gibt es einen Verfall an Preisen, hier gibt es Frauen, die sich nicht mehr trauen, sich zu wehren gegen das, was ihnen angetan wird, was ihnen an Gewalt entgegenschlägt, was ihnen auf der Straße passiert. Und also das ist für mich so ein kleines Sexkaufverbot light. Und wenn ich mir das im großen Stil vorstelle, dann ist es für mich katastrophal. Und das ist jetzt nur der kleine Ausschnitt davon. Und ich meine, also
wenn ich mir als Person vorstelle, was bedeutet das eigentlich, etwas zu kriminalisieren, was eigentlich ja was ganz Natürliches sein sollte, und es zu unterteilen in eine gute und eine schlechte Sexualität, sie unterteilen in das darfst du am besten mit ausgeschaltetem Licht zu Hause alleine und das ist etwas, was ja verboten gehört, was dich unterdrückt, und ich finde das macht etwas mit meiner Person, mit meiner Sexualität, und ich habe ganz, ganz große Ängste, dass das auf das ganze Land, auf die ganze Jugend, auf das, was hinterherkommt, Auswirkungen hat. Wenn ich dem glauben kann, was in Schweden erzählt wird, dass sozusagen dieses Gefühl einer Sexarbeiterin ist das Allerschlimmste auf der Welt, wenn das sozusagen bei jungen Menschen weiter transportiert wird, was bedeutet das dann eigentlich Sexualität? Also was bedeutet das denn, wenn ich dann beispielsweise meinen Partner, meine Partnerin wechsle? Bin ich dann eine Sexarbeiterin? Bin ich dann das Allerschlimmste auf der Welt, gesellschaftlich geächtet? Oder wo fängt das an? Also ich hatte gehofft, solche Zeiten liegen lange hinter uns, und ein Sexkaufverbot dieser Art, das kann nur Menschen stigmatisieren, kriminalisieren und ausschließen aus der Gesellschaft. Und mich dazu.